Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Train Valley. Yes, geilo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich sehr. Ja, das letzte Mal haben wir leider ohne großartigen Erfolg diese Geschichte abgeschlossen, aber wir haben es abgeschlossen. Jawohl. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Missionsziel: Kaufe mindestens 80 weitere Streckenteile. Oha, das ist schon ein Stückchen was. Setze mindestens 8 zusätzliche Züge ein. Vermeide Zugunglücke. Ja, da drin bin ich wohl Experte im Nicht-Vermeiden. Oh. Okay, mit Straße. Alter, was ist denn hier los? Okay, ja. Bin gerade ein bisschen puff. Genau, ich bin ein bisschen platt gerade. So, ich hoffe, das klappt soweit. So. Ah, hey. Hat schon mal geklappt. Gut, Subi. Dann wird direkt roter los. Genau, kaufe weitere Züge ein. Noch habe ich genug Kohle. Dann machen wir das auch. Also, wenn ich jetzt den Straßenverkehr auch noch beachten muss, dann bin ich ja irgendwann komplett fertig hier. So, den fahren wir direkt dann los. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass hier noch nachher Autos noch dazukommen würden. Okay, jetzt warten wir auf jeden Fall mal. Komm, du fahr schon mal los. Da kann ja nichts passieren zum Glück. Dann will ich auf jeden Fall gleich nochmal. Der will nach Rot dann, alles klar. Der will nach Orange. Den kann ich ja schon losschicken, dann schicke ich den los. Da kann eigentlich nichts passieren. Eigentlich sind da wir auch nur Eichhörnchen, ne? Das kennen wir auch zu gut. So, das halten wir mal kurz an. Genau. Wenn er schon da grau direkt. Okay, jetzt kommt Gelb dazu. Kann ja sehr interessant werden. So. Auf jeden Fall fährt er jetzt mal weiter. Aber gleich will Rot los. Ja. So, sehr schön. Hier können wir ein bisschen da umweichen. Abweichen lassen, meine ich. Und dann müsste das eigentlich passen. Hier vorne halten wir ihn an. Ah, das ist direkt noch ein neuer roter. So, sehr gut. Okay, alles klar. Oh, das ist schneller. Böp. Orange, alles klar. Können wir schon mal loslassen. Okay, sehr gut. Bis jetzt sieht es gut aus. Wir sind noch mal ganz kurz ein bisschen langsamer. Genau. Der will auf jeden Fall zum Gelb dahinter. Ja, du machst es mal kurz ein bisschen langsam. Wir müssen dann die abweichen lassen. Jawohl, das passt. So, jetzt müssen wir gucken, wie ich hier müssen den verbinden. Genau, so, das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Okay, absolut Chaos. Den lassen wir jetzt mal hier unten lang laufen. So, das müsste passen. Der will nach Gelb. Den können wir hier oben lang laufen lassen. Okay, jetzt kommt Blau noch dazu. Sieht eigentlich ganz okay aus. Genau. Der will zu Gelb. Der will auch zu Gelb. So.
Der will zu grau. Gut, dich lassen wir erstmal oben gelb los. Genau, der will zum roten. Das passt. So rum. Hier abweichen lassen. Darum, genau. Die lassen wir jetzt erstmal laufen. Und danach kommt dann blau. Genau, das passt. Das sieht gut aus. Den können wir auch schon mal langsam laufen lassen. Ah, das ist der Blau, können wir sogar direkt durchlaufen lassen. Ach, das ist mal eine schöne Kreuzung hier. So, wir sollen auf jeden Fall noch einen weiteren Zug kaufen. Sonst schaffen wir dieses Tutorial dann nicht. Das wäre ja schlecht. So. Der will nach Grau und der will nach Blau. Den müssen wir auf jeden Fall hier abweichen lassen. So, den können wir gerade auslaufen lassen und den müssen wir da unten lang laufen lassen. Sehr gut. So, okay, das war natürlich jetzt nicht so prickelnd. Jetzt lassen wir aber erstmal den da unten lang laufen. Ich habe doch die Weiche gestellt, aber bin ich bekloppt oder was? Also manches Mal frage ich mich wirklich, was hier abgeht. Aber gut. Ist halt so, wie es ist, ne? Also ich war der Meinung, ich hatte es umgebaut gehabt. So. Okay, ist ja aber nicht schlimm. So, den können wir da. So. Den können wir loslaufen lassen. Genau, das Orange. So. Sehr gut. Jetzt muss ich selber erstmal kurz mich koordinieren. Der will nach Rot, der will nach Blau. Das heißt eigentlich, es gibt doch gar keine Möglichkeit, richtig? So. Der will nach Gelb, dann lassen wir es auch mal nach Gelb fahren. So, genau. Genau, der will zu nach Orange. Da kann er zu Orange rum, so rum. Das passt. Gut. Wenn Orange fertig ist, schick mal Rot los. Genau. Das sieht schon mal sehr gut aus. Alles klar. So, Blau ist hier unten. Der will zu Orange. Der will zu Gelb. Gelb können wir laufen lassen. Genau. Stopp. Sonst crasht es gleich wieder. Genau. Den lass ich jetzt erstmal so. Genau. Der läuft so. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal Blau losschicken hier. Ja, und der will nach Orange. Den kann ich ja so rum, weil den muss ich ja so rumschicken. So rum, genau. Also quasi, ich muss einmal außen rumführen und den kann ich ja hier unten lang führen. So, hier muss ich ein bisschen tricksen. Weil ich ja keine Direktverbindung habe. Dass ich mir im Endeffekt dann wieder zurückschicke. Oder so. Was jetzt so eigentlich nicht geplant war. Aber ist nicht schlimm. Schicken wir dann gleich weiter. So, der muss da runter. Genau, schade. Also weitere Züge können wir jetzt nicht mehr setzen. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber was wir geschafft haben, liebe Leute, wir haben keinen Crash gemacht. Hey! Das ist schon geilo. Ja, da werden bestimmt eine andere Leute viel, viel geschickter sein als ich, aber ich bin stolz auf mich. Die Hälfte haben wir ja schon geschafft. Das ist doch schon mal immerhin etwas. So, abschließen.
Geil. Bam! Bam! Yes, hat's gefurzt und gestempelt. Florida ist unser nächstes Ziel, meine Freunde. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn's heißt. Let's go, ihr Züge! Ab nach Train Valley! Ich freue mich wieder, wenn ihr einschaltet. Ich bin euer Nero. Und bleibt mir treu. Gerne auch auf Facebook, Twitter. Lasst mir Kommentare da. Gebt mir Abos, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mich verfolgen wollt. Empfehlt mich gerne auch mal weiter. Ich bin jung und noch ein Anfänger, aber ich muss sagen, es wird langsam. Und mit eurer Hilfe schaffen wir das auch. Bis bald. Ciao, ciao.